Und da geht es weiter. Für mich direkt, für euch dann erst versetzt. Mit Fühlüt. Da unten ist doch einer. Seht ihr den? Das ist ein Lurch, ey. Was ein Lurch. Und hier kann man nicht durchschießen. Ach. Das ist eine Frechheit. Ich nehme jetzt kein Blutprocate mit. So. Ich kann da noch gar nicht direkt durch. Okay, ich muss hier durchlaufen. Eine Blutprobe, sehr schön. Ach ja, ich finde es immer noch ultra creepy, deswegen wollte ich es jetzt sofort weitermachen. Weil ich auch gespannt bin, was jetzt hier so kommt. Boom. Also was, wie du findest nie Menschen. Oh shit, oh shit. Ja. Strong, wo bist du, du Spaced? Der ist so bescheuert. Er kommt immer angeschissen, wenn alles vorbei ist und labert an sowas. Also hier waren auf jeden Fall einige von den Kindern des Atoms. Hier hat jemand eine Maulwurfsratte genascht. Ja gut, Strong, wenn du sowas machst, auf der Stelle laufen, das geht natürlich auch nicht. Kann nicht sein. Jetzt werden wir bestimmt wieder erschreckt. Oder jetzt. Oder jetzt. Krass, was ist das hier für ein riesiges Areal? Ist ja eklig. Leiche abgeworfen. Okay, wir gehen erst darüber. Ich will hängen deine Eingeweide um den Hals. Ja, Strongy Boy. Ist in Ordnung, was du machst. Alles? Strong hat erst angefangen. So. Krass. Ich meine, klar, dass hier so viele Ghule sind. Das ist ja mitten in der... Nicht zum Laufen, nicht zum Schwimmen. Ja, und ich trink's echt. Ich will nur den Lurch hier aufheben, verdammt nochmal. Und was ist hier unten? Es geht immer tiefer, wir kommen immer tiefer in die Scheiße hier. Direkt wieder speichern. Okay. Erkennungsmarken. Oh she. Oh she. Strong, von wo bist du? Okay, hier ist ein riesen Fahrstuhl. Oh, habt ihr das gesehen, was da drin ist? Sieht aus, als wenn da ein Leuchten da drin wäre. Da legen wir einfach vorsichtshalber, versteht sich, ein paar Minchen. Einfach ein paar Splitterminen. Die müssten doch vollkommen ausreichen. Guck mal, Strong ist mal wieder beschäftigt da hinten. Schon einen Arm verloren. Jetzt nochmal? Naja, er ist immer noch am... Strong ist nicht... Ja, jetzt labert er irgendwas. Guck mal, Strong ist einfach nicht vorhanden. Ja, der humpelt schon. Ist jetzt weg? Ja, jetzt liegt da. Und jetzt kann ich mal diesen Ultra-Billiard-Kühl ausprobieren. Wow, der ist ja wirklich strong. Also gut, es ist auch ein Leuchten, da muss man schon sagen. Der ist auch heavy. Aber trotzdem, mit dem Hammer wäre es halt krasser gegangen, ne? Ja, Strong, du hast nichts gemacht. Die ganze Zeit hängst du nur rum. Du bist echt ein Vogel. Okay, wir haben also den Fahrstuhl. Wir haben hier noch ein Kind des Atoms. Der hat hier irgendwie den Ding repariert, indem er den Schraubenzieher reingerammt hat. Guter Plan. Und hier ist zu? Nee, das glaube ich jetzt nicht. Jetzt sind wir gerade 800 Kilometer gelaufen, um in so einen scheiß zunehmenden Bereich zu kommen. Das ist doch ein Scherz. Wo kommen wir hier jetzt hin? Mit da hochfahren, tschüss Strong. Ich hoffe doch nicht in so eine Hochburg voll mit 800 Leuten. Da geht's direkt irgendwo raus, rein, lang. Leuchtendes Meer. Okay. Gut, dann packen wir es wieder. Da war zwar noch ein Saal, ne, wo dieser Ghoul rumgelegen hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwie die Erleuchtung gewesen wäre. Wir brauchen wieder Red Away. So, Red Away und Red Axe. Ich speichere mal Hardcore. Hab ich das eben schon gemacht? Weiß ich gar nicht. Oh, leuchtende Blutkäfer. Nee, die können ja fliegen. Oh. Oh, der Strong. Oh. Ja, Strong, sehr gut. Hier.
Strong, du musst weiterkämpfen. Oh nein, er ist schon geschlagen. Strong ist schon geschlagen. Das heißt, sie sind ziemlich heavy. Oder? Wenn Strong schon liegt? Ah, ich kann ja nicht außen rum gehen und die abknallen. Bye bye. Boah, die fressen so viele Schüsse mit dem Gauss-Gewehr. Vor allem fast voll aufgeladene Schüsse. Ha. Strong chillt da noch. Kurz mal aufladen. 12 Rad! Leute, was ist hier los? 16, 16, 22! Oh mein Gott, da hinten ist irgendwas verschüttet. Naja, das war nicht geplant. Komm, Strong. Hör auf, da rumzuliegen. Voller Sack. Da drüben ist noch... Waren wir da jetzt noch nicht? Okay. Jetzt nehme ich halt wieder die Augenbot. Der fliegt ja noch rum. Strong hilft uns ja eh nie, deswegen lasse ich ihn einfach mal chillen. Oh, scheinbar ist er noch gestorben. Der kleine Käfer. Plus 62. Okay. Warum nicht? Laufen wir jetzt gerade wieder in den Spielbereich rein? Ja. Etwas schon. Und der Nigel wohnt scheinbar direkt dort, wo die Atombombe eingeschlagen ist. Ach du Kacke. Na gut, sogar die Blähfliege greift an. Ja, die hängt. Oh oh. Und Baba, Bitch! Boah! Nur plus 62. Da macht man eine Blähfliege wahrscheinlich genauso viel. 20, okay. Ach, die sind so crappy zu treffen, die Scheißdinger. Batsch! Nur die Hälfte. Krass. Wo ist denn das Gauss-Ding eigentlich? Auf welcher Zahl? Wo habe ich das hingelegt? Auf 4 war die Gamma-Patrone, glaube ich. Auf 6 ist es dann, ne? Ja, auf 6, okay. Ich gehe weiter zu dem Berg. Okay, das war gar nicht so heavy. Also die Todeskralle war echt easy peasy. Da haben wir ja in der letzten Folge eine kurzzeitig geweckt. Das war immerhin eine Alpha-Todeskralle mit Totenkopf oder mit Stern. Ach, ist es hier irgendwas, oder? Sogar eine Höhle ohne Ladezeit. Okay, warum nicht? Hier ist wahrscheinlich so eine Ultra-Hardcore-Maulwurfsmutter. Die ihre Viecher verteidigt. Oh Gott, hört ihr das? Was geht denn da ab? Was geht denn da ab? Nee. Larry, Bucky, wenn ihr mich hört, lasst den Scheiß und holt hier raus. Ich jawohl. Sitze hier in so einem Drecksloch im leuchtenden Meer, finde ich, kann euch leider keine Wegbeschreibung geben. Jawohl. Nice. Da haben wir einfach eine Rüstung gefunden. Oh oh. Das Skorpionchen. Er hat uns schon gesehen. Ja, jetzt haben wir die Rüstung des Todes am Start. Der natürlich no chance. Hier, du Vogel. Okay, gut, das ist jetzt nicht wirklich ein Vogel. Strong. Da, Strong, du. Dahin. Hoppala. Go strong. Go strong. Shit, your pants. Go strong. Weiter, Strong, weiter, fester. Ja, also. Haben wir jetzt hier. What the fuck? Maulwurfsmasa ist das. Und jetzt haben wir eigentlich hier alles entdeckt, oder? Oder ist hier noch irgendwie was? Gut, ich bin immer so ein bisschen. Ja, da drüben ist wieder was zum Entdecken. Was ist denn das hier eigentlich? Ich gehe gleich zu diesem Fahrstuhl, der hier ja offensichtlich am Start ist. Hallo. Oder verpiss dich! Was haben wir denn hier? Das ist irgendeine. Das ist irgend so ein. Das ist ein Parkhaus. Da kann man direkt reinfahren. Ja, dann machen wir das doch gerade mal, oder? Fahren wir doch gerade mal hin, in das Parkhäusel da. Zack, zack.
voll der coole Ausflug durch das Märchen hier. Spot. Achso, weil ich ihn anhab, den Spot. Dann. Wahrscheinlich brauche ich ihn hier unten. Nee. Schnell Speichervorgang. Commit strong. Wir haben hier wieder Gula am Start. Ich nehme die Pistole. Kommt man hier nicht vorbei? Nee, sieht nicht so aus. Müssen wir unten lang. Hier sind bestimmt welche im Wasser. Pass auf. Erschreckt nicht. Erschreckt nicht, so wie ich. Oh Gott, großes Areal. Könnte ein Kampfplatz sein. Für eine Todeskralle. Oh, leck mich doch am Arm. Vorahnung ist halt schon. Point, nicht wahr? Tja, Todeskrallchen. Wie sieht's aus mit dir, mein Junge? Wie sie nach hinten um sich schlägt. Hier, nochmal ein Treffer. Oh mein Gott. Das sah einfach aus wie so ein typisches Bossgelände hier. Es war zu 100 Milliarden Prozent klar, dass hier gleich ein Bossfight stattfindet. Ich habe einfach mal in meiner Kindheit zu viel gespielt. So, Strong Boy, komm mit. Alter Sack, verkackter. Ingi Boy. Ist hier hoch? Nicht wirklich. Super, was hat mir jetzt dieser Scheiß. Also gut, ich habe jetzt halt gegen die Todeskralle gefightet, aber ich wäre jetzt doch gerne in den anderen Bereich gekommen, um dort schön die anderen zu verschniedeln. Dort, die da drüben liegen. Die Gülchen. Da gibt es bestimmt noch was zu holen. Da müssen wir gerade mal noch hin. Sorry, Mensch. Hier müssen wir hin. Bitte schön, spot on for you. Komm mit, Strong, schnell. Wir müssen da runter. Sky. Was haben wir jetzt hier für ein Signal? Ach, das haben wir gerade verloren. Okay. Läuft die Musik? Ich habe da kurz versucht reinzuhören. Verkrampft. Ja gut, hier müssten ja eigentlich so viele Interferenzen sein, dass es nicht geht. Ah, jetzt sind wir auf der Seite hier. Okay. Hier war auf jeden Fall ein Ghoul, ich habe dich gesehen. Hier. Nicht hin und her rennen. Ja, ich dachte kurz, er sagt Eier. Strong, du bist so eklig. Doch, Strong, ich brauche die Sachen. Oh, ein Meisterschloss. Dieses Schloss hat bald seinen Meister gefunden. Und zwar... Jetzt. Und zwar... Bam! Flocke. Strong, da ist jemand aufgestanden. Kümmerst du dich bitte mal, Strongy Boy? Ich bin hier noch ein bisschen am einkaufen. Oh, Strong. Dieser vertrocknete wilde Furzgut. Also ich habe gemerkt, dass ich rausgegangen bin. Wow, mein Aiming ist ja on point heute. Noch ein. Der denkt, die Gute sind Menschen. Okay. Where will you be when the Holocaust comes? Where will you be? Okay. If you say so. Wir können nicht schlafen, wenn wir in so einer Kotrüstung sind. Also sie haben auf jeden Fall ein paar geknackt und versucht zu überleben. Vielleicht haben sie es auch geschafft. Ist der offen, der? Ich finde es nice, aber auch irgendwie komisch, dass man einfach in diese ganzen kleinen Sachen trotzdem rein kann. Also trotz der Rüstung. Die ist ja deutlich größer, man steigt da ja richtig hoch, wenn man einsteigt. Und trotzdem kann man die ganzen kleinen Schotter, aber es ist auch irgendwie gut, weil es sonst voll kacke wäre, wenn gewisse Dinge nicht zu erreichen wären. Dank oder durch die Rüstung. Okay, das war's schon. So, gehen wir wieder raus und dann können wir weitermachen. Diepidipidi und out. Müssen wir langsam mal zu Nigel, aber wir haben noch einen Punkt gehabt, eine Fabrik oder so. Und den Berg da hinten. Da müssen wir schon noch hin. Wo ist es dann genau? Ja, hier irgendwo. Das machen wir noch.
Wir laufen erstmal mittig drauf zu. Oh no. Zwei Skorpione. Kann ich die umlaufen? Ja, kann ich scheinbar. Dann gehen wir doch erst zu der Höhle. Ich versuche immer wieder auf cool zu drücken. Hallo. It's your boy, skinny penis. Scheinbar stackst du, du kleiner Dreckarsch. Nein, nein, nein. Okay, er stackt nicht mehr. Kronkorken dabei. Das ist so lächerlich. Warum haben die Kronkorken dabei? Das verstehe ich nicht. Haben die jemanden gefressen, der das dabei hatte? Oder sind die einfach reich? Vorsichtshalber ein Redex nehmen. Ich habe das hier nicht so ganz im Blick. Da unten links ist ja die, Ratsverstrahlung, Rat-Verstrahlung. Aber nur die akute, oder? Sehe ich. Ah ja, und das rote ist der. Ja, ja, genau. Das rote ist der Strich. Wenn wir jetzt in diese Suppe gehen, dann. Naja, doch nicht. Ja, das rote bei HP ist eben auch sonst wie. Da ist noch was zum Entdecken, cool. Und da läuft. Ja, das sind Blayfliegen. Wirkliche verkackte Blayfliegen. Da vorne ist noch eine. Oh, shit. Eine Höhle, zu der wir wollen. Vielleicht auch wieder eine, die man live begehen kann, ohne Ladezeit. No, das sieht nach Ladezeit aus, ja. Doch nicht. Okay. Gehen wir einfach mal durch. Das hört sich nicht gut an. Hört sich gar nicht gut an. Es klingt so, als wenn irgendwas stacken würde über uns. Das klingt irgendwie riesig, so nach Todeskralle. Zum Glück sind die zumindest so groß von den Models her, dass sie nicht hier rein können. Dass die wirklich stacken bleiben. Also wenn du irgendwie in ein Haus gehst und um von der Todeskralle zu fliehen, dann ist man tatsächlich erstmal weg. Und die kommt dann nicht an einen dran, aber ich denke, hier ist irgendwo eine. Ja, ist also klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Strong. Habe ich gerade Scheiße gelabert? Nein, sehr gut, Bitch. Oh Gott! Oh, ich hab mich so erschreckt. Strong, warte jetzt. Ich hab mich so erschreckt, ne? Ach ja, kommt alle her. Wir waren so still hier drin, ne? Und auf einmal ist hinter uns ein Skorpion, vor uns ein Skorpion. Ey. Der kommt jetzt gleich nochmal und will uns erschrecken, ich weiß, ich weiß. Soll er doch. Ich will das da drüben rein. Hoffentlich geht das auf. Es geht auf. Hahaha, wir gehen da gerade mal rein, gucken, was in dieser Red Rocket Raststätte so am Start ist. Mitten in der verstrahlten Zone. Überleg mal, genau da, wo die Atombombe runterkam. Kann man nicht vorstellen, dass es dann so in den Gebäuden aussieht. Außer es ist vielleicht irgendwie so, dass. Ich weiß nicht, du weißt ja, dass die Gebäude sofort vergraben werden. Anstatt komplett abgeflammt. Geht das auf hier? Also das könnte ich ja mal, dass es halt irgendwie sofort einbricht, wisst ihr, was ich meine, und dann praktisch weg ist. Aber so, sonst. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. So, da vorne haben wir noch zwei Dinge zu entdecken. Kommen wir da bitte entlang hier? Ja, sehr gut. Und zwar irgendwie ein Hochhaus und eine Fabrik. Und da vorne ist ein Bunker. Und dann ist mal halt Ari. Das ist klar. Das ist logisch. Weil jetzt, wo wir hier schon mal sind, würde ich gerne alles entdecken. Ich denke, das wollt ihr wahrscheinlich auch. Ich will ungern hier dann noch öfter hingehen und wir gucken nochmal ganz genau, ob wir da nicht und so. Wenn wir hier schon sind, dann sollten wir das ein und für alle mal direkt erledigen. Dann gehen wir mal zu diesem Bunker da. Und da ist auch ein Haus. Was ist hier los? So viel. Und viele tolle Smarties. Warum sind wir hier? Was ist das? Untersuche die Gallery Pikmin. Das habe ich ausgewählt. Das wollte ich auch noch machen. Wir haben noch viel zu tun. So, Bunkerchen, wo bist du? Nein. Ah, da kommt noch eine. Strong, mach du das bitte. Oha, der ist ja komplett zu. Ah ne, da unten kann man noch rein. Da oben war ein Geschütz gestanden. Ich versuche das noch schnell zu looten. Also die Leiche des Geschützes. Ah, super Schütze. Wahnsinn. Die ist genau vor mir. Ich treffe sie nicht. Ah, die sind deaktiviert. Die Maßnahmen hier. Können wir da rein? Ah, jo.
noch hinzu. Vielleicht kommt die nicht hinterher. Ich glaube, es wäre irgendwie schon. Aber vielleicht auch nicht. Und vielleicht können wir von hier drin die Verteidigungsanlagen anschalten. Hehehe. Das geflickte Dreiteiler. Wow. Psycho. Oh yeah. Der Bunker sieht da gar nicht mal so übel aus, oder? Der steht noch ganz gut da. Mit zwei Protectron-Waffen. Wachen. Seht ihr es auch kommen, dass hier gleich alles ausrastet, wenn wir den Ding umlegen, den Schalter? Ich lege ihn. Ne, wir gehen erstmal an den PC. Dann ziehe ich die Rüstung wieder an, wenn ich den Schalter umlege. Ja. Kurz mal fröhliches Raten. Ja, immer dieses Hinsetzen, das ist natürlich kacke. Wow, hier ist auch echt ultra viel. Okay, noch einmal raten, dann gehen wir ran und lesen es uns richtig. Oh. Jetzt ist ja fast nichts da. Warte mal kurz. Okay, naja. So, speichern und richtig ran. Also so, Blasphemie. Das hier könnte es schon sein. Glaubt ihr, ist es das S? Sieht aus, als wenn es das S an der vierten Stelle wäre. Vierte Stelle habe ich gesagt, gell? Ja. Oder ist es doch was anderes? Lass mal kurz gucken. Nein, es ist nur das S. Aber es gibt wieder keins. Das an der richtigen Stelle ist. Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Ist die Drohne? Ist die Drohne die? Prisoners. Okay. Also das S hinten könnte übereinstimmen, beziehungsweise... Ja. Das war's auch. Beginning. Mhm. Was könnte das sein? Nur noch eins. Schisse. Okay, warte. Ist das jetzt hier drin eigentlich, das Vieh? Oh Gott, ist hier noch ein Skorpion? Hopp, komm, ich bin noch gerade am... Marvelous! Das wär's. Ja! Einfach nur durchgedrückt. Status verriegelt, ja, das weiß ich auch. Hab ich jetzt abgeschlossen, oder was? Ach, war die ganze Zeit offen? Oh, ich hatte kurz erst duckt jetzt, ne? Tür öffnen. Ja, okay, es geht nicht, weil halt der Strom angemacht werden muss, aber sobald dann der Strom an ist, rasten die Lurche aus. Wow! Man sollte halt auch lesen, was da steht, ne? Nicht einfach wegdrücken. Habe ich da jetzt eben eine Waffe aufgehoben? Nee, ne? Doch, da. Zwei Impro-Pistolen und eine verkackten... Krass, wir haben so... Ey, so viel Schotter dabei gehabt. Strong, pass auf. Mach dich bereit. Wir öffnen jetzt hier gleich das... Machen gleich den Strom an und dann geht's hier wahrscheinlich rund. Darum nochmal kurz so, so und am besten... Das während du Strahlungsschaden erleidest, okay. Ist was ganz Neues. Na gut, sonst würde ich ja voll verstrahlt werden, ne, im Schlaf. Und speichern wir hart ab, was da wacht. Dumm. Und machen hier an. Hallo. Feindliches Ziel identifiziert. Versuche Ziel. Weiß nicht, warum ich das jetzt überhaupt gemacht habe, eigentlich. Ja. Boah. Okay, die sind so lächerlich und ich fange an, mit dem Scheiß um mich zu werfen. Passt auf, jetzt ist wahrscheinlich draußen auch alles an. Da war noch eins, ich weiß. Noch ein Geschütz, das wird uns jetzt gleich unter Beschuss nehmen. Oder auch nicht. Aber jetzt. Hallo. Hey. Ah, das ist schon kaputt. Oh Mensch, hey, nice. Was haben wir jetzt alles? Wir haben jetzt den Bunker, wir sind sogar so weit weggelaufen, dass wir das, was neben dem... Ich gucke unten auf den Radar übrigens, was neben dem Hochhaus war, das ist gar nicht mehr da. Wir gehen mal zu diesem Haus, diesem Einzelnen. In welche Richtung ist das jetzt? Nur, dass wir das... Ich wollte die Karte aufmachen, hallo?
Okay, wieder raus. Wir waren jetzt wieder drin und gehen jetzt wieder raus. Krass, 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 krass. Alles verstrahlt und verschisse. Wir rennen. Drüben ist das Hochhaus, da gehen wir dann gleich hin. Jetzt gucken wir uns aber erstmal hier oben um. Boom. Hier wohnt doch jetzt nicht jemand. Das ist doch ein Scherz, oder? Leuchtet da rot aus dem Haus raus. Wisst ihr, was rot heißt? Diese verkackten Kampfbots. Naja, jetzt leuchtet nicht rot aus. Hier ist eine dicke Strahlung am Start. Wir nehmen wieder Red-X. Schlüssel zu Anlage. Oh, Evakuierungsplan. Was haben wir denn hier gefunden? So. Guten Tag, Regierungsangestellter. Die Gefahr einer Invasion durch das kommunistische China nimmt täglich zu und Sie fragen sich vielleicht, was im Falle einer totalen nuklearen Vernichtung zu tun ist. Keine Sorge, als Angestellter der Bundesregierung haben Sie das Privileg, sich an dem Ort, an dem Sie jeden Tag arbeiten, in Sicherheit zu bringen. Folgen Sie diesen einfachen Hinweisen, wenn die Bomben fallen und Sie von Ihren Kollegen umgeben sind, mit denen Sie auf das Ende des nuklearen Winters warten. Erstens, lassen Sie alles stehen und liegen, wenn Sie den Alarm hören. Packen Sie nichts ein, auch keine persönlichen Dinge. Alles, was Sie benötigen, sollte an Ihrem zugewiesenen Sicherheitsbereich Arbeitsplatz für Sie bereitstehen. Zweitens, begeben Sie sich zu Ihrem zugewiesenen Arbeitsplatz K21B. Sollte die Strahlung im Inneren ein kritisches Niveau erreichen, erklingt ein Alarm. Schließen Sie umgehend die Türen und versperren Sie sie. Öffnen Sie sie erst wieder, sobald eine zweite Warnglocke ertönt. Alles Gute und viel Glück. Genießen Sie Ihre bessere Zukunft im Untergrund. Unterschrift des Aufsehers. Aha, aha. Ich sag bloß, dass hier unten ist. Sag bloß, dass hier unten... Oh, das kenne ich noch gar nicht. Sag bloß, hier unten ist ein Vault. Oh, das wäre jetzt mit super. Das wäre jetzt gerade mit super, da. Na? Soll mal das Ding hier liegen, stehen lassen? Dieses. Oh, der Crawl ist fast leer, ne? Ich lasse die hier stehen, die Rüstung. Der Kern ist fast leer. Und es ist eh kacke in die Rüstung. So. Aha, aha. Laufen leise, Mensch. Ja. Sonst Gegner uns hören. Ja. Yeah. Spricht Regierungsmitarbeiter Nummer 011. Na, no. Scheiß auf diesen Regierungsmist. Hier spricht Busensky. Die Sirenen. Sie kamen so schnell. Dann der Alarm. Die einzigen, die wir retten konnten, hatten gerade Dienst. Bewegung. Stevens war nach draußen gegangen, um etwas aus seinem Auto zu holen. Er ist tot. Wir mussten die Tür schließen, bevor er sich auch nur umdrehen konnte. Das verlangt das Protokoll. Ich konnte das schon vor Tagen. Es geht schon das Essen aus. Der Ort hier war nicht so gut ausgestattet, wie sie behauptet haben. Verdammte Budgetkürzung. Wenn jemand das hier hört, mein Name ist Jeff Busensky. Sagt meiner Frau Wilma, dass ich sie liebe. Adieu. Krass. Geil, das ist nochmal eine ganze Vault. Leute, wir haben hier so viel. So viel zu entdecken jetzt. Also einfach wieder. Ah, oh, das finde ich ultra nice. Also für mich ist es ja auch ganz, ganz, ganz neu. Das ist, scheint ein großes Teil zu sein, aber. Das machen wir dann gleich, oder besser gesagt, so richtig. Das wollte ich nicht mitnehmen. Das machen wir dann gleich in der nächsten Folge, denn jetzt sind wir hier erstmal durch. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.